Okay. Hey, schön dich zu sehen. Du siehst gut aus. Dankeschön. Toll. Ja? Los. Und pass auf. Wir haben im MRT von der Lunge gesehen, dass es alles besser wird. Ja? Es wird es alles ein Ticken besser. Teilen wir uns das, Sima? Nein, das ist für dich. Aber du musst mitessen. Ja, ja? Natürlich. Komm, hau rein. Probier. Ich probiere, warte. Die Kinderärztin Michaela Döring. Köstlich. Wahnsinn. Sie nimmt im Klinikalltag das Traurige, das Schwere. Hi Linda, ich komme nachher zu dir. Hi Schatzilein, guten Morgen, wo ist dein Bruder? Hi Mal, guten Morgen. Hallo. Oh, was hast du da Tolles bekommen? Ja. Ja, toll. Bei der kleinen Hayley muss sie das Rückenmark punktieren. Hi Hayley. Toll machst du das. Super. Bange Minuten zwischen Leben und Tod. Nicht allen ihren kleinen Patienten kann sie helfen. Das tut weh und das ist auch traurig und das macht mir auch immer wieder, das macht so einen Moment des Innehaltens und wieder sagen, scheiße, schade, dass das jetzt so ist. Und, aber man guckt natürlich immer trotzdem nach vorne und sagt, okay, so und so viele Kinder können wir heilen und das ist das, was zählt. Im Labor die erlösende Nachricht. Für Hayley sieht es gut aus. Nur gute Zellen, keine Leukämiezellen, keine lymphatischen Blasten. Und das macht natürlich glücklich. Das ist toll. Hayley! Hallo? Das Knochenmark ist komplett in Ordnung. Zeigt eine ganz normale Zellzahl und keine auffälligen Leukämiezellen. Ja? Danke. Ganz toll. Ja? Toll gemacht. Hayley? Glückliche Momente. Minuten später ganz anders bei der kleinen Mira. Es ist auf jeden Fall ein schwereres Gespräch. Es ist ein Gespräch, wo ich mich kurz vorher sammle und mir gut überlege, was ich sage. Haben Sie Zeit? Ja. Super. Aber ich möchte einfach immer eins sein. Ich möchte immer ehrlich sein. Ja, wir müssen jetzt einfach abwarten. Ja? Wir können es nicht sagen. Wir können nicht sagen, ob die Chemo anschlägt oder nicht. Das sehen wir momentan noch nicht. Sie fiebert weiter und das CRP ist weiterhin da. Ja. Wir haben Angst. Die Angst ist absolut berechtigt. Und wo bleibt Ihre Trauer? Wenn ich allein bin. Wenn ich allein bin, nicht hier. Nein. Eintauchen in die Musik, das gibt Michaela Döring Kraft. Zu Hause ist mein Reich. Ja? Das ist mein Reich, das ist meine Privatheit, die mir auch extrem wichtig ist. Ja? Wo ich ganz ich sein kann und wo ich einfach mein tiefstes Inneres lebe und fühle und auch auslebe. Aber auch hier lassen Sie die Schicksale nicht los. Das von Mathilda etwa. Eine Kugel. Danke. Fantastisch. Fantastisch. Ich kann es euch nur empfehlen. Zweite Kugel. Ja. Bin gerade beschäftigt. Zwischen Spiel und bitterem Ernst kämpfen beide gegen die Leukämie. Mega. Blutwerte habe ich mitgebracht. CRP ist ein bisschen angestiegen. Aber das kennen wir ja schon, oder? Wir gucken einfach morgen weiter, okay? Das ist auch mein Leben, ja? Das ist dieses Gefühl von den Kindern, das zurückzubekommen, ja? Und ein Stück weit auch so viel Gutes tun zu können. Ich sag's euch, das Nutella-Eis, ganz fantastisch. Und dann eine Runde Eis für die ganze Station. Guck mal, was es noch für Sorten gibt. Michaela Döring macht die kleine Mathilda zum Star in ihrem Kinderbett. Danke, Mathilda. Dankeschön. Spitzenmäßig. Danke.